Moin Leute! Wir kennen jetzt schon die wichtigsten Arten und die wichtigsten Anwendungen von Machine Learning. Aber bisher haben wir uns nur harmlose Anwendungen angeschaut. Kann man Machine Learning und KI auch für gefährliche Anwendungen nutzen? Erinnert euch nochmal an die Zeit, als ihr nichts über Machine Learning und KI gewusst habt. Wie habt ihr euch KI vorgestellt? Wie wurde das Thema in den Medien dargestellt? Damals habt ihr vielleicht gedacht, dass KI alles machen kann und wie wir Menschen nachdenkt. Denkt an Filme mit Killerrobotern oder KI, die die Weltherrschaft übernehmen. Das klingt aber nicht wirklich wie die Anwendungen, die wir kennengelernt haben. Das ist nicht ohne Grund. Die KI, die wir bisher besprochen haben, gehören nämlich zu den sogenannten schwachen KI. Schwache KI können nur für die spezifischen Anwendungen genutzt werden, für die sie entwickelt wurden. Sie greifen auf Methoden der Informatik und Mathematik zurück und sind dadurch deutlich eingeschränkter. Die Killer-Roboter-KI, wie man sie sich so vorstellt, wäre eine sogenannte starke KI. Eine starke KI kann ihr Wissen auf andere Kontexte übertragen und eigene Handlungen reflektieren. Das heißt, sie hat ähnliche Fähigkeiten wie der Mensch und kann selbstständig denken. Sie löst nicht nur bestimmte Probleme, sondern handelt auch aus eigenem Antrieb. Also sollte man vor starken KI Angst haben? Naja, bisher gibt es starke KI nicht. Alles, was es bisher an KI gibt, zählt zur schwachen KI. Fast alle glaubwürdigen Wissenschaftler sagen, dass es noch einige Jahrzehnte dauern wird, bis es vielleicht so eine KI geben könnte. Außerdem ist es nicht einmal überhaupt klar, ob es jemals eine starke KI in der Form geben wird. Also gar nicht so unheimlich. Gut, wenn es starke KI noch nicht gibt, muss man keine Angst haben, oder? Nicht so schnell. Wenn man schwache KI missbraucht, kann das sehr gefährlich werden. Obwohl schwache KI nur für eine bestimmte Anwendung genutzt wird, ist sie trotzdem sehr mächtig. Vor allem gekoppelt mit anderen Technologien kann KI viel Schaden verursachen. Zum Beispiel sind autonome Waffen oder Deepfakes gefährliche Anwendungen von schwacher KI. Die beiden Beispiele schauen wir uns jetzt mal an. In den Medien sind Drohnen ein beliebtes Beispiel für die Gefahren von KI. Mithilfe von KI kann man die Luftaufnahmen von Drohnen nutzen, um gesuchte Verbrecher zu erkennen. Das geht zum Beispiel mit einer Gesichtserkennung, die mit Supervised Learning trainiert wurde. Kritisch wird es, wenn die KI auch entscheiden soll, ob der erkannte Verbrecher getötet werden darf oder nicht. Die KI müsste dann besonders schwerwiegende Entscheidungen treffen, wie zum Beispiel, wer zählt jetzt wirklich als Verbrecher und wie viel Kollateralschaden darf in Kauf genommen werden. Soweit man weiß, werden solche Entscheidungen noch von Menschen getroffen. Technisch könnte das eine KI aber ohne Probleme machen. Etwas weniger gruselig, aber nicht unbedingt ungefährlicher, sind Deepfakes. Deepfakes nennt man gefälschte Bilder oder Videos, die mithilfe von KI erstellt wurden. Dafür nutzt man Machine Learning, um aus Bildern und Videos die Merkmale des Gesichts einer Person zu lernen. Ihr könnt dann zum Beispiel euer Gesicht in einem beliebigen Video über das Gesicht einer anderen Person legen. Das funktioniert so gut, dass man es kaum erkennt. Es sieht dann wirklich so aus, als würdet ihr im Video sprechen. Mit Deepfakes könnte man auch ein Video erstellen, in dem die scheinbar echte Bundeskanzlerin Merkel den Krieg gegen Amerika erklärt. Sowas kann schnell in die Hose gehen, da es immer schwerer wird zu erkennen, ob das Video echt ist oder nicht. Deepfakes sind bisher noch nicht komplett ausgereift. Deshalb ist es noch möglich, Deepfakes zu erkennen und aufzudecken. Wenn die Technologie aber noch weiterentwickelt wird, könnte es bald nicht mehr möglich sein, den Unterschied zu erkennen. Aus den Beispielen erkennt man, dass man bei der Entwicklung von KI schnell an ethische Aspekte kommt. Die Ethik begleitet KI und Machine Learning schon immer. Das ist doch gut so. Aus der Robotik hat man sich schon sehr früh Regeln für die ethische Entwicklung von KI abgeschaut. In 1942 hat der Biochemiker und Schriftsteller Isaac Asimov die drei Robotergesetze in einer Kurzgeschichte geschrieben. Diese sagen Folgendes aus: Ein Roboter darf kein menschliches Wesen verletzen oder wissentlich zulassen, dass einem Menschen Schaden zugefügt wird. Außerdem muss ein Roboter den Befehlen von einem Menschen gehorchen, es sei denn, Regel 1 wird dadurch verletzt. Die dritte Regel sagt aus, dass ein Roboter seine Existenz schützen muss, solange dieser Schutz nicht mit Regel 1 oder 2 kollidiert. In 1983 hat Asimov nachträglich die nullte Regel hinzugefügt. Diese steht über den anderen drei und sagt, dass vor allem der Menschheit nicht geschadet werden soll. Natürlich sind diese frühen Regeln nicht perfekt. Die Richtlinien wurden immer wieder angepasst und erweitert. Zum Beispiel hat die EU eigene Leitlinien zur ethischen Entwicklung von KI veröffentlicht. Dafür hat die EU-Kommission eine unabhängige Expertengruppe berufen. Die aktuellen Leitlinien sind in 41 Seiten mit kleiner Schrift ausführlich beschrieben. Alles klar, fassen wir nochmal zusammen. Die gefährliche KI, die man aus Filmen kennt, wäre eine starke KI. Sie besitzt die gleichen intellektuellen Fähigkeiten wie wir Menschen, kann ihr Wissen auf verschiedene Fälle anwenden und über ihre Handlungen nachdenken.
Starke KI gibt es noch nicht und wird es auch in nächster Zukunft nicht geben. Deshalb braucht man davor erstmal keine Angst haben. Schwache KI können nur für die spezifischen Anwendungen genutzt werden, für die sie entwickelt wurden. Wenn schwache KI allerdings missbraucht wird, kann das auch gefährlich werden. Wir haben uns dafür die Beispiele von autonomen Waffen und Deepfakes angeschaut. Bei der Entwicklung von KI sollte man die ethischen Aspekte nicht außer Acht lassen. Dabei sollte man gewissen Regeln oder Leitlinien folgen. Eine Grundlage für solche Leitlinien sind die Robotergesetze von Asimov. Also gut, so viel erstmal zur Theorie. Ab dem nächsten Video gehen wir auf die praktische Entwicklung von Machine Learning-Anwendungen ein. Dazu schauen wir uns erstmal die Grundlagen von Python an und arbeiten uns danach mit praktischen Beispielen von einfachen Machine Learning-Algorithmen zu einem ausführlichen Projekt. Haut rein und bis dann!